Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Mirage. Beim letzten Mal haben wir Nihal wieder getroffen. Diebesreigen. Nimm den Brief. So, hier Nachforschung öffnen, muss ich das so anwählen. Ja, wann sind wir mal den Talisman daran? Ah, hier, Meistertaschendieb will ich eigentlich haben. Dafür brauche ich aber noch ein bisschen. Was habe ich noch so an Nebenmissionen zum Beispiel? Töte den Sklavenhändler. An dich alles scheint sich so zu wiederholen, weil hier kriege ich zum Beispiel ein Schema. Und so eine Quest würde ich dann natürlich sehr gerne machen. Ne? So eine Quest, bei denen es sich auch lohnt, die zu machen. Nur wenn es halt so irgendwie Beschäftigungsmaßnahmen sind, dass ich irgendwie an diese komischen Marken rankomme oder sowas. Ja, darauf habe ich halt keinen Bock, aber wenn ich so ein Handwerksschema kriege. Irgendwann sind die ja aufgebraucht, ne? Irgendwann kann ich ja nicht mehr herstellen. Die Wachen werden gut aufpassen. Hey, ich bin schon weg. Ah ne, falsche Taste. Ja. Sei meine Augen, Enkidu. Ich habe mein Ziel entdeckt. Das ist der Ort. Ich habe mein Ziel entdeckt. Das ist der Ort, an dem er sich versteckt. Es ist ein Sperrgebiet. Es ist nicht sogar das Sperrgebiet, in dem wir am Anfang waren, bevor wir eine Waffe hatten. Hui, da wäre ich gerade fast reingerannt. Geht er weiter? Der geht weiter. Ups. Na, oh, da sind Viecher. Ich hab
Mach dich in Stücke! Ja, du feiger Bastard. Auftrag abgeschlossen. Der Sklavenhändler. Die Konkubine. Reisen wir mal hier zum Aussichtspunkt. Hier unter mir ist direkt ein Werbeplakat. Ich falle besser nicht auf. Zeige mir alles. Da ist ja mein Ziel. Schön im Prinzenpalast. Da, wo ich eigentlich nicht hin soll, wahrscheinlich. Das ist der Ort. Du bist nicht willkommen. Geh. Ich bin nicht da. Jetzt muss ich nur kurz warten, bis die Leute vorbei sind. So, da haben wir jetzt einen Palast. Boah, echt jetzt zwei Palastwachen. Ich habe halt keine Waffen dabei. Krieg ich dich mitgenommen? So, ab ins nächste Beet. Dieser Wächter, der mir zugetan ist, sagt, dass sie und Alis Leute den Prinzen stürzen wollen. So, der guckt mich jetzt an. So, hier scheinen sie relativ aufmerksam zu sein. Ich stehe hier, glaube ich, in dem Beet gar nicht mal so gut. Ja, nevermind. Ich gehe lieber zurück. So, wo gehst du jetzt lang?
Komm mal mit. Wo ist der Feuerteufel? Der ist da. Okay, da drüben ist die Konkubine. Klettern wir mal hier hoch. Ich bräuchte einen Heuhaufen, um hier runter zu kommen. Einen Weg darüber gibt's sonst nicht. Der da unten sieht mich. Das ist nicht gut. Da ist noch eine Kiste. Wie komme ich denn da rein? Da hinten ist ein Blätterhaufen. Der sieht mich immer noch. Das lief gerade gar nicht gut. Da ist ein Wurfmesser. Da ist eine Wache. Komm mal ran auf den Meter. Hier kann ich untertauchen, okay. Jetzt muss ich da irgendwie in das Gebäude reinkommen. Ich habe einen Weg gefunden. Da oben ist offen. Zumindest hoffe ich, dass hier offen ist. Nein, scheiße. Kletter ich noch mal ein Stück weiter hoch. Wie sieht's hier mit Wachen aus? Sauber. Ich will halt auch die Kiste haben, die da unten ist, ne? Ist hier unter mir noch irgendwo eine Wache? Bleib bei mir! Er entkommt nicht! Sag mir, was ich wissen will! Und es muss heute niemand mehr So, wo ist die Kiste? Da unten.
Ups. Okay, da unten die Wache interessiert sich nicht für das hier. Dann hole ich mir die Wache halt so ab. Schöne Sache. Jetzt nur noch unbeschadet hier rauskommen. Ach, da ist der... Ah, das ist der Feuerteufel, genau. Ups, das hat jemand gesehen. Puh, Mission abgeschlossen. Inventar, was habe ich da? Die Verbesserungspläne. Sollte ich auch hin und wieder mal einsetzen, ne? Wieso ist die Schnellreise hier nicht verfügbar? Ah, das hier habe ich noch gemacht, als ich, als ich die kaputten Aufnahmen hatte. Okay, habe ich hier oben noch irgendwas? Ich habe tatsächlich den Aussichtspunkt hier noch nicht. Auch den hier in der Mitte habe ich noch nicht. Was ist das? Kartenmacher. Dann sprich mit Folat ist... die nächstbeste Mission, so von der Distanz her. Dann widmen wir unsere Zeit dem, beziehungsweise dem Weg dorthin. Nein, nicht untertauchen. Ich muss die loswerden. Abritschen. Codex! Exportartikel Bagdads. Platsch, rein ins Wasser. Ort entdeckt, Prinzentor. Da darf ich nicht rein. Kasser Sali. Okay, drunter durch darf ich, aber halt nicht drauf. Akzeptiere ich. Schätz mal, da darf ich auch nicht rein, wa? Thank you.
vorne haben wir noch einen Händler. Dem können wir dann wieder unseren Krempel... Oder, ach, warte mal, ich muss ja nicht bei jedem Händler meinen Krempel lassen. Weil... Ich habe ja kein Inventarlimit, soweit ich weiß. Gut, dann war es das aber mal wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.